Ja, hallo, liebe YouTube-Freunde. Also, ich bin jetzt gerade beim Krümmeln. Wenn man sich jetzt hier mal das Saatbeet, können wir uns jetzt hier angucken. Das war der Acker, wo ich die Tage euch mitgenommen habe zum Fräsen. Jetzt bin ich hier mal mit dem Krümmler drüber gefahren, beziehungsweise ich bin noch dabei. Ungefähr die Hälfte habe ich schon von dem Acker. Jetzt warte ich noch drauf, dass da noch Pool drauf kommt, also Gülle. Dass das nicht ganz so staubt, wenn man sich das Ganze hier mal anguckt. Ja, das ist dieser Gruber, beziehungsweise dieser Feinkrümmler, sagt man dazu, Flachkrümmler oder Kultivator besser gesagt. Das ist ein Kultivator von der Marke Knoche. Und ja, der ist jetzt auch schon gute 50 Jahre alt, wenn man sich den genau anguckt. Und ja, dieser Kultivator hat quasi die Aufgabe, wenn quasi den Boden zu lockern und durch diese Nachläufer hier, durch diese Zacken, sollen quasi solche Bollen hier, die sollen quasi durch diese Zacken zerschlagen werden. Das ist die Aufgabe von diesen Nachläuferwalzen. Ja, ansonsten, liebe YouTube-Freunde, gibt es jetzt heute nicht groß was zu filmen. Ich kann euch im Traktor nicht mitnehmen, da würdet ihr nichts verstehen, weil es da so laut drin ist in dem alten 844. Ja, zu dem Kultivator, wie gesagt. Der ist schon um die 50 Jahre alt, der ist von der Marke Knoche. Der hat eine Gesamtarbeitsbreite von 3,70 Meter. Und ja, ist eigentlich ideal für den 844, der spielt mit dem Krümmler. Ja, und wenn man sich hier anguckt, also der macht wirklich ein sehr, sehr schön feines Beet. Gut, man muss jetzt dazu sagen, sowas gefällt mir halt beim Einsehen überhaupt nicht. Solche Riesenklumpen, aber wenn man sich mal anguckt, wie steinhart das alles ist, also. Das ist schon wüst, sage ich mal so. Da ist fast nichts mehr im Boden drin an Feuchte. Und ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, beim Maissäen oder wollen diese Woche noch Maissäen. Und dann habe ich gesagt, fahre ich da jetzt nochmal mit dem Krümmler drüber und dann ist es gut. Eventuell vielleicht doch nochmal mit der Kreiselecke. Ich weiß es noch nicht. Wenn's so sein sollte, dann würde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das ist hier das ganze Gespann. Ja, und liebe YouTube-Freunde, viele haben es ja auf meiner Fanseite schon mitbekommen, dass ich einen anderen Schlepper gekauft habe. Oder beziehungsweise ich bin gefragt worden, ey, hast du einen anderen Schlepper? Wir haben dich gesehen. Ja, ich habe einen anderen Schlepper gekauft. Das ist richtig. Der hat mich auch noch ein Schweinegeld gekostet. Das ist ein ganz seltener. Das ist ein DX85 von Deutz. Das ist dieser Fünfzylindermotor, aber. Der Bulldog war technisch wirklich top. Der war wirklich technisch top. Hat dieselbe PS-Zahl wie der 844, aber ich muss dazu sagen, der Deutz war überhaupt nicht meine Welt und der ist auch innerhalb von 48 Stunden, wie er hier war, ist der wieder weg. Den haben zwei junge Kerle aus dem Sauerland geholt. Die sind da morgens gekommen, haben ihn angeguckt. Einen Tag später sind sie mit dem Hänger gekommen, haben den geholt und weg war er. Und ich habe quasi nochmal 5 mehr bekommen, als ich bezahlt habe. Also viele haben auch gefragt, was hat er noch gekostet. Also ich habe für den damals 10 bezahlt und habe 15 bekommen. Von daher top Geschäft gemacht, also wirklich top. Und jetzt gucke ich einfach mal, dass ich wieder einen gebrauchten IHC finde, weil IHC ist halt mein Traktor und ja, was anderes kommt mir auch nicht mehr auf den Hof. Und wie gesagt, liebe YouTube-Freunde, das war es jetzt wieder von mir. Ja, ich warte jetzt drauf, dass hier die nächste Gülle kommt und dann, ja, geht's hier weiter. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken und wie immer Daumen nach oben da lassen. In diesem Sinn, liebe YouTube-Freunde, viel Spaß.